Hier steht einfach noch ein alter Traktor drin. Ist ja wirklich noch komplett unberührt. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, da hinten ist sehr, sehr frisches Heu. Schaut mal, hier liegt sogar noch das alte Gebiss rum. Alter. Freunde, wir sind jetzt an der nächsten Location. Sehr heiß. Wir haben gerade geguckt, ob wir irgendwie einen Eingang sehen. Wir haben den Eingang gesehen, doch direkt gegenüber sind... Bürogebäude. Kameras gefühlt. Die menschlichen Kameras, also die schlimmsten. Wir schauen jetzt mal, was das Ganze wird. Ich habe aber kein gutes Gefühl. Ich sehe es schon kommen. Wir kommen rein und dann kommt die Police. Wiu. Und endet. Oh, ich glaube, das geht nicht gut aus. Oh, nee, Leute. Wir sind hier mitten in der Stadt und alles voller Leute. Oh ja. Hier haben wir das Ding. Freunde. Das ist mal wieder so ein Ding. Wenn wir hier erwischt werden, dann ist vorbei. Sag ich mal, wie das ist. Das ist eine andere Liga. Das ist so heiß. Alles voller Leuten. Alter, der Wind geht auch extrem. Alles voller Leuten im Büro. Alles voller Fußgänger. Es hilft nichts. Wir müssen über dieses Kacktor. Kostet es, was es wolle. Und wenn wir gesehen werden, sind wir in der Location drin. Und dann probiere ich, euch einfach One-Taker mitzunehmen. Es wird wohl so sein. Das Video wird wahrscheinlich kein großartig geschnittenes Video. Das Video wird einfach gefühlt ein One-Taker. Ist mir einfach egal. Wir müssen einfach in die Location rennen und schnell wieder raus. Schnell weg. Aber jetzt ganz schnell weg. Alter Julian. Alter. Das war echt hier, das da. Das? Die Belgier. Alter. Hast du erwischt, gell? Was heißt hier fast? Also wir sind aggressiv weggeschickt. Sehr aggressiv weggeschickt werden. Oh Leute, gleich gibt's Storytime. Also das hier kommt in einem anderen Video. Wir fahren jetzt zur nächsten Location, aber davor erstmal Storytime. Also. Das war nochmal eine Aktion. Ich zitiere, wir haben schon die Info bekommen, dass die Location sehr heiß ist und es ist mit dem Berufsverkehr alles, also Katastrophe. Und dass alle 3 Stunden die Polizei... Also Polizei war es jetzt nicht, es war glaube ich sogar noch schlimmer. Zwei ältere Herren. Du befindest dich trotz erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der schnellsten Route. Das ist doch gut. 12:19 Uhr. Okay, da haben wir ja noch ein bisschen Fahrt. Wir wollten über dieses Tor gehen am Anfang. Ihr wisst genau welches. Weil wir ja wussten, wo der Eingang ist. Sind auf dem Gelände. Kurz auf dem Gelände, hin am Tor. Hey, stopp! Ja. Stopp! So, Alter, stop it! Alter, da ist uns. Da Wasser, hat die da Mona Lisa. Die hat gemault. Die Stift hat gemault. Und wir sind da natürlich alles nett, verständlich zurück. Hello? Runter! Er hat gesehen. Okay. So auf Belgisch sind wir direkt gegangen. Wir sind gerannt. Die waren halt sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Die wollten die Polizei rufen, wenn wir das abgeholt, denke ich. Ja, ich denke auch. Aber wir sind ja vernünftig. Ja, wir sind vernünftig. Aber. Wir fahren jetzt. Zunächst, da passt doch dann gerade, sag ich mal, dann haben wir nämlich noch Zeit für die anderen, okay? Alles klar, ich würde sagen, vergeuden wir nicht den Akku und sehen uns gleich an der nächsten Schatzlocation wieder. Guck mal, Lor. Unsere Endgegner auf dem Anhänger. Bauwatch. Securitas. Aber was ist besser als Securitas? Security. Ja. Ah, da guck mal, unser größter Feind. Die Kameras sind unterwegs. Na dann mal, viel Spaß beim Video. Sehr unscheinbar, muss man sagen. Wow, Leute, wir müssen hier trotzdem aufpassen, weil wir direkt an der Straße sind. Aber das ist schon mal heftig. Ich gehe jetzt erstmal gucken, ob das Haus safe ist. Und dann nehme ich euch natürlich mit.
Ach du meine Güte. Das Ganze ist ja wirklich noch komplett unberührt. Wir haben ein Schild, betreten verboten. Die Tür steht offen. Schauen wir einfach mal, was wird. Was wird? Als allererstes sehe ich hier eine Art Essenszimmer inklusive Küche. Hat man damals ja oft gerne gemacht. Küche und Esszimmer in einem. Macht man heute teilweise auch noch. Das Ganze ist wirklich riesig. Und ich hätte von außen nicht erwartet, wie heftig das ist. Oh mein Gott. Das hätte ich echt nicht erwartet. Hier gibt es wirklich so viel zu sehen. Das Video wird etwas länger. Aber ich denke, es lohnt sich. Hier ein alter Schrank und auch ein schönes Gemälde, was leider mittlerweile schief hängt. Oh mein Gott, Leute. Ist das der Wahnsinn. Ich fasse es nicht. Das ist heftig, Leute. Das ist wirklich eine krasse Location. Schaut mal, hier ist vielleicht das Esszimmer gewesen. Oder etwa eine Art Wohnzimmer. Hier sind auch noch Schränke, wo die ganzen Gläser noch einsortiert sind. Ich muss ehrlich sagen, sowas hier noch zu finden, ist wirklich heftig. Man sieht, von außen sind manche Fenster zugebrettert worden. Aber Zugang war, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Also es wird sich hier garantiert nicht drum gekümmert, was man auch an der Witterung und dem Verfall sieht. Aber was hier noch alles drin steht, ist wirklich ein sehr, sehr kräftiges Video wert. Schaut mal, hier liegt sogar noch das alte Gebiss rum. Was haben wir hier? Hydrolochidi. Wahrscheinlich irgendwelche Medikamente. Neben diesem wunderschönen Strauß. Die alten Möbel gefallen mir auch richtig gut. Hier mit der alten Verzierung drin. So eckig gehalten. Mega. Haben wir noch einen alten Likör. Schaut mal, hier sieht man auch schon, wie sich das Ganze schon durchbiegt. Aber das Ganze ist wirklich komplett unverändert. Gehen wir mal hier weiter. Am Mühlein vorbei. Hinter uns befindet sich auch schon der ehemalige Haupteingang. Inklusive Garderobe, wo wirklich auch noch die ganzen Mäntel hängen. Bisschen flüstern. Mit dabei ist der Julian Urbex. Hier ist Leon. Er ist natürlich auch nochmal am Start. Schaut mir hier auch ein krasses Detail, dass die Schuhe auch noch an Ort und Stelle stehen. Hier alles noch eingelagert. Und hier die ganzen Mäntel und die Jacken. Der Hammer. Hier wäre auch noch ein Bett. In dem Raum waren wir eben. Allerdings schauen wir den uns mal im Detail an. Was haben wir denn hier Schönes? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Von Sony. Ist das ein alter Plattenspieler? Oder was könnte das gewesen sein? Dafür habe ich auch euch in den Kommentaren. Hier seht ihr nochmal den Essensraum von der anderen Seite. Das hier hat wirklich einen krassen Wow-Effekt, die Location hier. Ich hätte das nicht erwartet. Hier fehlt leider mittlerweile der Boden. Ich probiere nachher mal mit Hilfe vom Julian da reinzukommen, weil der Raum hat es auch echt in sich. Ich frage mich die ganze Zeit schon, was hinter dieser Tür ist. Schweinestall vielleicht, ne? Ja, wir sind hier in der Scheune drin. Ich glaube, da hinten ist sehr, sehr frisches Heu. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, vielleicht tut das irgendein Bauer hier auch als Lager benutzen. Kann ja Sinn, dass noch irgendeiner das als... Ja, kann wirklich sein. Bin ich sogar der Meinung, sonst würden hier nicht die Verbotenschilder hängen. Wir gehen jetzt mal mit dem Julian darüber. Wir können mal gucken. Ja, das sieht so aus. Hier wird gekehrt, guck mal. Oder irgendwas. Ja. Ja. Nee, das ist gar... Ja, das ist Verlass. Sieht doch frisch aus, ey. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Das da ist ein... Ja, das müssen die Landwirte uns sagen. Sah nicht auch. Der ist zu. Hier an alle Profis, das ist die Marke. Felix, wenn du das Video hier siehst, ich denke, du wirst es sehen, ich schicke dir nachher den Link. Könntest du das Ding noch restaurieren? Ich zeig dir das Ding jetzt mal. Beziehungsweise die Nachricht, die geht an alle Landwirte. Ich bin der Meinung, das Ding ist noch restaurabel, weil es sieht noch gar nicht so schlimm aus. Räder müssen auf jeden Fall neu. Hier sieht man den Traktor nur.
So sieht der Ganze aus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich bin der Meinung, den könnte man noch mal herrichten für teuer Geld. Das hat er schon durchgegammelt. Krass. Gehen wir von der anderen Seite. Rüber. Wow. Das ist ein Oschi. Ei, sicher ist der zu. Na, egal. Ich würde sagen, ich gehe mal noch kurz ins Wohnhaus. So, meine lieben Freunde, ich habe es jetzt endlich in diesen Raum geschafft. Und der Julian schwätzt mal nochmal dazwischen, deswegen wartet kurz. Ich hänge jetzt gleich die GoPro ab und verabschiede mich noch bei meinen Fans. Dann warte ich so lange, Julian. Oh, ja. Hallo, Julian-Fans. Hi. Jetzt sagt, müsst ihr auch Hallo sagen. Ja, winke, winke in die Kommentare. Wahrscheinlich. Deine Meinung? Absolut geile Location. Mega. Ey, wir sind nochmal Video in Video. Ist doch schön. Finde ich geil. Die Tour macht wirklich mega Spaß. Die Location, wo wir eben waren, wisst ihr ja, was da passiert ist. Witzig wäre, wenn wir da wieder filmen würden und die Leute uns dann sehen würden. Also filmen wir so. Wir waren... Was? Ich habe noch gefreut. Ja, die Tour war bis jetzt geil. Die Tour war mega und wir haben noch krasse Dinger auf dem Plan. Weshalb wir uns jetzt nicht so lange hier aufhalten. Wir haben eine gute Location gerade gefilmt. Und deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt gemeinsam, oder? Ich wollte mich eigentlich draußen verabschieden. Nee, komm. Und vor diesem Spiegel würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Julian Urbex. Und Leon Urbex. Ciao.